Wurst und Käse kosten um ein Drittel mehr in Polen als im Vorjahr. Ja, sogar der Bier- oder Milchpreis in Tschechien ist um 30% gestiegen. Egal ob Lebensmittel, Treibstoff oder Strom, alles wird teurer. Europa stöhnt nicht nur wegen der Hitzewelle. Die steigende Inflation setzt die Regierungen und die Banken ordentlich unter Druck. Zwei Wirtschaftsdelegierte der WKÖ, drei osteuropäische Staaten, ein gemeinsames Problem, die hohe Inflation. Ich melde mich aus Rumänien, wo die Inflation im Juni bei 15% gelegen ist. Seit Monaten ist die Inflation im Steigen und sollte noch über 12 Monate im Korridor von 10-15% liegen und erst Ende 2023 unter 10% sinken und dann auf 7% zusteuern langfristig. Der Hauptgrund für die hohe Inflation in Rumänien ist die Zusammensetzung des Warenkorbes der Inflationsrate. Und zwar sind die Anteile an Lebensmitteln, Energiepreisen und auch Transportkosten deutlich höher als in Westeuropa. Die Regierung versucht dem Ganzen gegenzusteuern, indem gewisse Leistungen, so zum Beispiel Strom oder auch Benzin und Diesel für Privatpersonen subventioniert werden. Hier auf dem Menzensplatz in Prag genießen viele Einheimische und Touristen den schönen Sommer. Dieses Vergnügen wird aber immer teurer. Tschechien leidet unter einer Rekordinflation von über 17% und liegt damit im Spitzenfeld der EU. Die Gründe für diesen historisch hohen Wert sind einerseits die importierte Inflation durch die hohen Energiepreise, sind teilweise aber auch hausgemacht, wie zum Beispiel durch die explodierenden Baukosten. Die Inflation ist in Polens Hauptstadt Warschau deutlich spürbar. Im Juni erreichte die Inflation 15,5% und damit einen Höchstwert seit über 25 Jahren. Das trifft vor allem die polnische Bevölkerung, aber auch die zahlreichen Flüchtlinge aus der Ukraine, die hier Schutz gefunden haben. Besonders betroffen von den gestiegenen Verbraucherpreisen sind die Bereiche Lebensmittel sowie Treibstoffe. Und Experten gehen davon aus, dass die Preissteigerungen auch in den nächsten Monaten weiter fortgehen werden. Die polnische Regierung versuchte mit Maßnahmen wie beispielsweise dem Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, aber auch der Senkung des Steuersatzes für Treibstoffe, der Belastung für die Bevölkerung entgegenzuwirken.